Die Japaner senden! Die Japaner senden! Captain, Radarzentrale meldet japanische Vorpostenboote in 2 Meilen Entfernung. Wie weit? 2 Meilen sich nähern, Sir. Richards, Japsen, 2 Meilen weg, Beeilung! Befehl von Admiral Horsey, Feuer eröffnen! Wir müssen diese Japsentiere versenken, bevor die unsere Position melden. Schiff klar zum Gefecht! Japsen, 2 Meilen voraus, sie haben unsere Position durchgegeben! Wir sollten auf 700 Kilometer an Japan ran. Wo stehen wir jetzt? 1150 Kilometer. Oh Gott. Wie soll es jetzt weitergehen? 150. Plus die Strecke nach China. Keine Ahnung. Colonel, ich kann nicht garantieren, dass die Maschinen es so bis nach China schaffen. Start! Wir starten jetzt! Alle Flugzeugbesatzung und Maschinenstartklammer! Die schießen auf uns, Männer! Das ist keine Übung! Es wird wir sind noch zu weit weg. Die Maschinen brauchen mehr Sprit, aber dann kriegen wir beim Abheben Probleme. Herhören, alles, was ihr nicht braucht, fliegt aus den Maschinen raus. Und zwar gleich. Ja, Sir. Ich mach schon mal den Cockpit-Check. 10 Kanister Treibstoff zusätzlich pro Flugzeug. 10 pro Maschine. Los, Jungs, Tempo, Tempo. Auf geht's, Leute, rein mit euch. Koffer und Taschen bleiben hier. Haben Sie Lieblings-MG? Was? Wenn ihr von diesem Deck starten wollt, geben Sie mir jetzt eins von Ihren MGs. Ihr seid immer noch zu schwer. Da, Abmarsch in die Kombüse. Ein paar Besen schnappen, Stiele kappen, schwarz streichen und wiederkommen. Statt der MGs werden Besenstiele installiert. Was machen Sie mit meinem Flugzeug? Keine Angst, dir passiert nichts. Und lassen Sie Ihre Crew vor dem Start nochmal pissen, sonst kommt der Vogel nicht hoch. Wir nehmen Besenstiele als Heck-MGs. Naja, psychologische Kriegsführung eben. Sei ja vorsichtig da oben, okay? Na klar. Das gilt aber auch für dich. Abgemacht? Na klar. Rafe! Bis dann, Rafe. Rafe! Wir sind die Speerspitze! Motor 1 läuft! Und die 2! Ja. Und, bist du bereit? Gesetzt. Gemisch reich, Klappen gesetzt. Wir liegen jetzt genau im Wind. Mehr Fahrt, mehr Fahrt! Sind Sie nervös? Nein, ja, Sir, ja. Wann haben Sie denn zum Glauben gefunden? Als ich von Ihnen den Einsatzbefehl bekam, Sir. Darf ich Sie um einen Gefallen bitten? Was für einen, Colonel? Beten Sie für uns beide. Das muss jetzt wieder! Also los! Okay, und Vollgas! Und los!